Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Ich war gerade schon mal ein Stockwerk weiter unten und habe Erschreckendes festgestellt. Wir haben nämlich letztes Mal vergessen, die Monsterfalle auszumachen. Dadurch ist hier überall, ploppt hier überall noch Zeug rum. Die ganzen Itemfilter, alles ist wahrscheinlich vollgelaufen. So dass wir jetzt mal kurz ein bisschen aufräumen müssen. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich gar nicht bis ganz nach unten gekommen bin. Ah, hier hat jemand. Hier hat auch jemand. Hä? Das war doch nicht ich. So. Hat vielleicht jemand schon probiert, irgendwas auszumachen? So, dafür haben wir 9 Legendary Loot Bags. Und mein Gedanke ist jetzt hier noch Better Barrels hinzustellen. In den einen kommt Slime raus rein. Insert. So, das sollte eigentlich auch gleich funktionieren. Oder auch nicht. Machen wir mal per Hand hier raus. Oh, guck mal, was hier noch alles an Zeug drin liegt. Oh Gott, ist da ein Haufen Stuff drin. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Ich weiß jetzt nicht, weshalb die Worn Loot Bags da noch drin sind. Die haben wir eigentlich auch abgesaugt. Aber durch das, dass hier eben alles vollgelaufen ist, was ist denn, wenn man hier in Out macht? Passiert gar nichts. Ist ja komisch. Da haben wir auch noch einen Worn Loot Bag. Ich dachte eigentlich, dass die dann automatisch darüber gesaugt werden. Ist aber nicht. So, wir hauen jetzt das Zeug hier noch raus. Der Slime ist halt übelst. Und das ist das, was von oben kommt, glaube ich. Okay, ja. Das bleibt jetzt erstmal so. Überschuss geht ja in die Kiste hier rein. Glowstone Enderperlen nehmen wir mal mit. Chicken nehmen wir auch mit. Das hier auch. Bone Meal. Das können wir alles mitnehmen. Okay. Ja. Also das war letztes Mal dann wohl ein bisschen ein kleiner Fail, dass ich die angelassen habe. Das soll nämlich nicht sein. Dadurch gibt es dann diese altbekannten Lags und diese Sachen. Das soll so nicht sein. Tut mir leid, wenn es irgendjemanden gestört hat hier. Und wir machen jetzt, was habe ich hier?
Was habe ich, was wollte ich denn hier nochmal bauen? Weiß das noch einer? Was ich da bauen wollte. Ah, ich wollte da Cleanstone reinleiten. Cleanstone. Und den wollte ich sieben. Und dann mit einem Crafter. Also müssen wir uns nochmal einen Crafter schnell bauen. Ach, das war das mit dem Cobblestone, mit den. Mit den. Da haben wir noch einen? Nee. Mit den Crafting Table. Sechs Stück. Na, Redstone haben wir. Und das da brauchen wir noch. Eisen. Kein Eisen da. Zum Glück haben wir hier 68 Stacks. So, dann Gold und zwei Lapis. Das Coole ist, die Redstone Torch, die haben wir noch nie selber gecraftet. Die kommen alle aus der Maschinerie unten, aus der Monsterfalle. Kein Platz. Was haben wir hier? Fortune 2. Ah ja, das war ja in diesem Teil da drin. Zwei Item-Conduits brauchen wir. Haben wir da auch noch einen Item-Filter? So, der Crafter kommt hier hin. Item, Item. Ja, und jetzt. So, den hier disablen wir. Der hier kriegt ein Insert. Der Extrakt ohne. Der hier ein Insert. Und der hier kriegt auch noch Extrakt. Ohne Redstone. Gut, dann müssen wir dem noch Strom geben. Gucken wir mal, ich weiß gar nicht, welche Kabel ich da draußen liegen habe. Dann kriegt man nämlich automatisch unsere Steine, die wir brauchen. Ist einmal die orangenen. Aber auch noch rote. Rote reichen eigentlich für dieses kleine Teil. Ja, das Sieb braucht ja auch Strom. Alles Strom kriegen, was Strom benötigt. Na, futter mal kurz ein paar Sekunden. Den Baum kann ich auch nochmal anschmeißen. Gut, schauen wir mal. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht füttern. Ja, das habe ich mir gedacht. Der zieht es nämlich da jetzt raus. Itemfilter. Haben wir keinen Itemfilter mehr? Brauchen wir, glaube ich, vier Blätter. Viermal Papier und einen Hopper. Da haben wir noch Papier.
schön. So. Und da müssen wir dieses Buch blacklisten. Das hatte uns irgendwann mal Mephisto verraten. Strom kriegt man. Und das hier Blacklist, das da. Und dann bleibt das nämlich hier drin. Gut, jetzt brauchen wir die Dolly. Dann können wir nämlich einfach dieses Fass nehmen, da oben hin platzieren und da läuft schon Zeug durch. Das kommt hier unten nämlich rein und dann können wir hier Limestone geht so, Apply, das hier Marble geht so, Apply. Und dann wird es nämlich automatisch gecraftet und kommt hier rein. Saugeil. Ich weiß gar nicht, was dann noch rauskommt. Stone. Ach, die Orberry-Büsche kommen da auch noch raus. Die sollten wir irgendwie... Hoppla. Geht nicht. Schade. Kann man das hier irgendwie... Irgendwie... Keep will keep one... Ich würde gern irgendwie einfach so durchschleusen, aber das geht wohl nicht. Ignore. Irgendwas, irgendwo gab es doch ein Ignore. Was war denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, der zieht es dann einfach aus und unten raus. Keine Ahnung, wie man das machen können. Ich denke, das ist auch jetzt mal nicht schlimm, wenn da so ein Teil drin ist. Es müssen ja erstmal 64 Stacks werden, damit es hier voll läuft. Gut, dann können wir hier noch ein bisschen verschönern. Und eigentlich sogar da doch Item-Conduits hinten dran legen, dass das Zeug gleich in die Fässer geht. Sonst bauen wir da wieder fünfmal um die Ecke. Vielleicht setzt man die Fässer einfach anders hin. Insert. Insert. Funktioniert das jetzt? Ich vermute mal. 28 und 10.
29. Elf. Funktioniert. Bisher relativ easy gemacht. Dann kann man den eigentlich auch da drunter. Ne, kann man nicht. Kann man nicht. So ist es eigentlich gut gelöst. So, wir müssen jetzt mal noch Gedanken machen, welche Formation die Decke hier haben soll. Das schon Marble sein soll oder nicht. Ich würde, glaube ich, noch mal eine. Nee, ich würde das. Das ist schwierig. Ich chisel mal den Marble und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Na, Elevator können wir nicht schüsseln. Den Builders Wand natürlich auch nicht. Ich werde oben ja noch einen Block rausgehen. Von dem her wird es oben noch ein bisschen größer. Und gut war alles. Hochgekraxelt. So, ich ziehe mal hier schnell durch. Natürlich haben wir dann ein Problem mit den Solarzellen, sehe ich gerade. Die werden dann natürlich nicht mehr laufen. Da müssen wir uns dann auch wieder was überlegen. Einmal F7 bitte. Und dann mein Shadow TS etwa nicht. Wenn er mich meint, soll er mich ruhig meinen. Das interessiert mich gerade überhaupt nicht. So. Gut, da müssen wir jetzt nochmal rausbauen. Sonst zieht er uns zu viel durch. So wie hier. Nein. Sollten auch irgendwo eine Leiter nach oben bauen, sonst kommen wir das nächste Mal nicht mehr hoch. Oder habe ich noch Solarzellenzeug drin? Das ist ja interessant. Und drei Leitern sollten reichen. Hat es jetzt nicht funktioniert. Guti, wir können endlich unsere Decke einziehen, damit es uns nicht immer auf den Kopf regnet. Wir werden dann natürlich in der nächsten Folge dann auch irgendwann mal noch
oben drauf weiterbauen. Aber jetzt geht es erstmal um das hier. Aua. Bäumchen hier weg noch machen. Bild das rund. Sehr schön, das reicht wirklich der Marble, um hier alles fertig zu machen. Das freut mich sehr. Aber wir haben keine Fackeln mehr. Da ist noch eine. Gut. Fackel hier hin. Alles gut hier. Aber nein, doch nicht. Sodele, Leute. Wir haben das wirklich geschafft. Da hinten eine Decke als Zier. Das ist perfekt, würde ich fast mal behaupten. Marbel kriegt man auch schon wieder. Das ist sehr geil, dass es automatisch jetzt Steine produziert. Also den Marble und den Limestone. So muss es nämlich einfach sein. Der ist am einfachsten. Ich bedanke mich bei euch jetzt schon mal fürs Zuschauen. Wir gucken hier nochmal rein. Da ist, ja, bis das vollgelaufen ist, das dauert eine Weile. Da gehen 64 Stück von den Orberry-Büschen drauf. Genug Platz. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft.